So, nächstes Level. Upstream. Nehmen wir mal noch hiervon eins. Ihr müsst damit jetzt klarkommen, dass ich esse. Ich glaube, das ist Alex auch recht oft passiert. Ja. Was hast du da eigentlich auf dem Kopf? Was sind Haare denn? Ein Bandana. Heute ist meine Ghost-Bestellung angekommen. Und das Lustige ist, ich habe Sonntag bei Ghost bestellt. Also bei denen im Shop. Und ich habe Sonntag bei Amazon bestellt. Und der Ghost Shop ist in England und das Paket von Ghost ist schneller angekommen als das Paket von Amazon. Aber gut, wir hatten Feiertag. Aber trotzdem kann das doch nicht sein, dass das Amazon-Paket 5 Tage braucht und Ghost 4 Tage braucht. Und das ist aus England. Es ist ein schwarzes Bandana mit das Lila steht da Ghost drauf und dann sind da noch ein paar Sternchen und so und in der Mitte ist, oh Gott, wie hieß denn jetzt dieser Typi? Hat das Da Vinci gemalt? Gott, jetzt mache ich mich, glaube ich, hier voll zum Affen. Dieser komische Typ, der im Quadrat und im Kreis steht. Nee, oder im Dreieck, ich weiß es nicht. Quadrat und Dreieck. Nee, Quadrat und Kreis, glaube ich. Wo der einmal die Beine. Wo der einmal die Beine gespreizt hat. Und die Arme von sich wegstreckt. Und einmal normal gerade steht. War das Da Vinci? Kasten. Nein, aber ein Kasten kann auch unterschiedliche Kantenlängen haben. Ich gehe von einem Quadrat aus, was komplett quadratisch, also was überall gleiche Kantenlängen hat. Ihr macht mich total kirre. Jetzt sag doch mal, war das Da Vinci, der den Scheiß gemalt hat? Der ist auch auf der AOK-Karte, glaube ich, drauf. Also nicht Da Vinci, sondern der Typ mit den Beinen. Und den Armen und so. Mann, ich gucke immer in den Chat. Quadrasten. Oh, ich liebe dieses Wort. Das ist ein tolles Wort. Quadrasten. Das will mir jetzt auch keiner verraten, ne? Finde ich echt nicht toll. Ja, das ist echt heftig. Vor allem auch morgens. Sonst war es morgen ist immer schon hell und ich konnte die Uhrzeit vom Rathaus lesen. Und jetzt
nicht mehr. Muss ich mal auf meine eigene Uhr gucken. Ich glaube, das wird keine gute Zeit. Natürlich war das keine gute Zeit. Letztens bin ich durch die Stadt gegangen, kam mir so ein Typ entgegen, der war am Telefonieren. Und genau in dem Moment, als er mir an mir vorbeigegangen ist, hat er so Sex gesagt. So richtig mit so. Ganz komisch. Und ich so, was denn jetzt? Oder der hat, ich weiß nicht, was der da mit seinem Kollegen oder Kollegin am Telefon da gequatscht hat. Ja, was weiß ich, wie der Mann heißt, aber da habe ich recht gehabt, dass das der Typ ist, der den gezeichnet hat. Ja. Da Vinci hat diesen Typ im Quadrat und Kreis gemalt. Gut, weil das ist, da ist nämlich in der Mitte von dem Bandana, ist der Papa Emeritus, der Sänger, also der damalige, das kann man vielleicht so erklären. Der damalige Sänger von Ghost. Das ist so ein bisschen angelehnt daran. Das, was in der Mitte von dem Bandana ist. Also, das Wort sagt mir was. Ich weiß nicht warum, aber mir schwirrt die ganze Zeit Musikinstrument im Kopf rum. Weil das Wort klingt zu technisch für ein Musikinstrument. Messgerät. Aber was misst man? Was misst man denn damit? Misst man damit die Knoten, die man fährt? Das mit den Knoten habe ich auch noch nie so wirklich verstanden. Warum sagen die Knoten? Warum sagen die nicht einfach, warum sagen die nicht einfach, wir fahren 3 km/h? Ach, dieses komische Ding da, was aussieht wie ein Zirkel. Oder? Nee. Ach, keine Ahnung. Lasst mich damit in Ruhe. Ich muss ja mein Goldrelikt holen. So, jetzt muss ich mich aber wirklich mal ein bisschen hier drauf konzentrieren. Das ist ja nicht mehr feierlich, was ich hier abliefer. Natürlich den Sex. Natürlich. Was auch sonst? Man, es lässt sich ja schon aus dem Namen ableiten. Okay, das geht nicht. Ach man, das ist doch kacke. Und dann stehen ja auch noch die Chicken Nuggets und Chili Cheese Nuggets vor mir und lächeln mich so an. Da was kaputt gemacht. Dun, 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 dun.
Scheiße. Was ist mit euch? Christoph, ich kann da auch nichts für. Das war auf jeden Fall besser. Dass man die Kiste direkt im Sprung mitnimmt. Nee, das ist egal. Damit komme ich klar. Da muss ich... Ich muss da drüber direkt, wenn ich hochkomme. Das muss in meinen Kopf rein. Schneller, glaube ich. Nicht dein Ernst. Ey, warum soll ich durchgreifen? Ihr seid alle... Warum soll ich durchgreifen? Ihr seid alle Mods. Ihr könnt euch alle gegenseitig bannen, glaube ich. So. Rolling Stones. Ich trinke jetzt erstmal was. Wo ist die Uhr? Da ist die Uhr. Natürlich ist da eine Dreierkiste. Schon wieder eine Dreckskiste. Aber die haben wir so gekriegt, das ist schön. Ja, das ist der Chili-Cheese-Nugget, der klebt halt ein bisschen im Mund. Das hat nun mal so warmer Käse an sich. Hier kriegt man doch bestimmt einen Akku. Also, einen großen Akku. Einen guten Akku. Ach komm. So, ich esse jetzt die Cheese Nugget. Ich würde mal gerne das Original Crash auf Zeit spielen. Also den Original ersten Teil auf Zeit. Gibt es irgendeinen Mod oder so? Das läuft ja jetzt gerade ganz gut. Hätte ich vielleicht nicht sagen dürfen. Aber mal gucken, was sich hier so ergibt. Ach komm bitte. Oh, Platin! Platin! Nice! Ja. Oh.
Das wird einfach.